Willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gab es vor circa 5 Tagen ein neues Update in die Version 18. Da bin ich mal gespannt, was wir da alles so Neues sehen werden. Wir gucken auch gleich mal ins Menü rein, ob wir da schon neue Blaupausen haben. Bei den Fundamenten ist noch alles gleich geblieben. Die Wände, da gab es hier diese halbhohen Ecken in verschiedenen Materialien. Kriegen wir hier, dann kriegen wir das in Glas und Kunstziegel und so weiter aufwerten. Ansonsten sehe ich jetzt hier nichts Neues dabei. Die Tore sind ganz interessant, das kann ich euch leider heute nicht zeigen. Die sollen jetzt automatisch aufgehen, sobald man dann mit dem LKW oder mit dem Quad vorne hinfährt. Dazu muss es aber halt erstmal fertig sein. Und das braucht bei mir definitiv noch ein bisschen. So, dann gucken wir doch mal unter Platzierbares rein. Der Schlachttisch, der hat, glaube ich, eine neue Optik bekommen. Zumindest ist mir das gleich ins Auge gesprungen. Ansonsten die Reparaturbank, aber die gab es ja auch schon. Oder sonstiges. Oh, hier, genau. Hier sind zwei Feuerstellen dazu gekommen. Und ich würde mal sagen, wenn wir die schon bauen können, dann tun wir das auch. Aber werden diese natürlich hier oben ins neue Haus bringen. Und ich glaube, wir werden den Wohnbereich definitiv hier vorne mit reinmachen. Und vielleicht passt er ja direkt hier rein. Perfekt. Den werden wir gleich mal hier hinstellen. Mal gucken, ob wir den auch gleich noch bauen können. Und es gibt noch hier so eine kleine Feuerstelle. Die sind natürlich jetzt auch nicht gerade günstig und vor allem braucht der Zement, den können wir noch nicht herstellen, aber den hier. Und ich sag mal, diese Feuerstelle werden wir auch unterbringen. Und zwar möchte ich diese denke ich hier mit in die Schräge integrieren. Und den werden wir uns dann gleich noch gemeinsam aufbauen. Ansonsten ist jetzt hier normalerweise nichts Neues dabei. Bei den NPC-Gebäuden auch nicht. Die Einrichtungen müssten auch noch gleich sein. Die Möbel müssten eigentlich auch noch alles die gleichen sein. Müssen wir natürlich alles noch freischalten. Die Lampen müssten die gleichen sein. Jo. Zum Thema Strom ist normalerweise auch alles beim Alten. Und lagertechnisch ist hier eigentlich auch noch alles beim Alten. Dann schauen wir mal auf die Map. Wir haben ja einiges markiert, aber es sind hier auch neue Symbole dazu gekommen und zwar die Händlerstandorte. Die sind jetzt hier oben. Einer ist hier. Aber war nicht eigentlich auch ein Händler hier unten? Es gab doch mehr als diese zwei Händler, oder? Okay, aber okay. ATV-Trailer-Standort. Den haben wir ja eigentlich nur dann, wenn wir es gefunden haben. Das ist nämlich der nächste Stichpunkt. Wir haben fürs Quad gibt es jetzt einen Hänger zu finden. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, ob wir den
vielleicht sogar heute noch finden, weil ich denke, wir werden die kleine Tour machen. Aber davor bauen wir jetzt erstmal diesen Ofen. Eisenbahn und Schrauben 10. Und das müssen wir ja. Ja, spring vom Balkon. So war das nicht gedacht. Müssten wir ja theoretisch da haben. Und auch nochmal vielen Dank für die Tipps. Auch für die Strommischung. Da hat mir Jopedi was reingeschrieben, dass sie mehr auf Wind setzt. Ich da jetzt eigentlich kein Eisen mehr drin. Für die Grundversorgung und den Rest quasi mit Batterien und Solar puffert. Der ist noch an. Jo, kann das etwa heißen, dass ich No Eisen habe? Zwei Stück haben wir. Nehmen wir jetzt mal alles mit. Gut, da ist Lehm drin. Ich glaube, das haben wir alles gebraucht für die Stahlsachen, ja? Gut, dann werden wir den Ofen doch wohl ein bisschen an Ende der Folge schieben. Ich hoffe, ich vergesse es dann nicht. Aber ihr habt ihn ja schon mal so gesehen. Falls wir es heute nicht schaffen, den zu bauen, werden wir es beim nächsten Mal machen. Wir werden jetzt auf jeden Fall gleich mal den LKW beladen. Und davor natürlich die Öfen, dass wir ein bisschen vorarbeiten können. So, diese Steine hier gleich mal rein. Dann haben wir nämlich da auch schon mal vier von den. Aber wir nehmen das Glas auch gleich rüber. Für was wollte ich das Öl mitnehmen? Das lasse ich jetzt auch mal hier drin. So, die kommen hier raus. Das schmeißen wir auch hier rüber. Und die nehmen wir gleich mal mit. Achso, nee, es gibt noch eine Neuerung. Hätte ich ja jetzt fast vergessen. Tank ist noch voll. Wir können jetzt, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, alles Mögliche mit auf dem LKW transportieren. Wir können hier auch diese Bretter jetzt mit draufpacken. Dann die Holzstapel, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir können Extraktoren mitnehmen, Werkbänke. Eigentlich alles, was wir wollen. Und das ist auch schon mal eine ganz schöne Neuerung, muss ich sagen. So, wir werden das auch heute ein bisschen anders machen hier mit den Kissen. Ich weiß noch nicht, wie viele wir brauchen werden. Die nehmen wir auch mit, da ist nämlich schon mal Sprit drin. Hat der nicht auch eine Anhängerkupplung? Nee, hat er nicht. So. Dann nehme ich aber die auch noch mit, weil die sollte ja eigentlich auch für den LKW noch sein. Dann haben wir da jetzt schon mal vier Kisten drauf. Was ich mir halt wünschen würde, ist, wenn wir vielleicht das Quad auf dem Hänger mitnehmen können. Am LKW. Essen, das muss reichen. Sollte ich vielleicht noch was mitnehmen? Jetzt muss ich mal kurz mal alles checken, bevor wir hier loslegen. Mal so, und dann hole ich unten noch mal Wasser. Nimm hier unten, glaube ich, noch Fleisch mit.
Genauso. Wie sieht's denn aus mit. Oh. Pfeile sieht jetzt nicht so geil aus. Ich glaube, den Verbesserungshammer lassen wir mal da. Nehmen das Katana noch mit. Und dann gucken wir mal schnell, was wir für Pfeile bräuchten. Wir werden Steinpfeile machen. Federnstock, Seil. Moin. Okay, wir haben ein paar Federn. Dann haben wir hier auch ein bisschen Seil. Wo habe ich eigentlich meinen Sticklager? Hier. Nehmen wir mal ein paar mit. Nehmen wir auch gleich noch ein paar Steinchen raus. Ne, halt, falsch. So, dann schmeißen wir das mal kurz raus. Die mal kurz raus und die da. Nein, ich wollte eigentlich das Seil, Mann. So, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nehmen wir ein paar Steine raus. So. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Halbieren. So, dann fehlt mir jetzt hier nochmal ein Stein. 5. Das rüber. Das hier rüber. Zack. So, den halbieren wir auch gleich noch. Dann kommt der hier rüber. 1, 2, 3, 4, 5. Und der da und los. Bin ich doof oder was? Hätte ich ja doch hier drin lassen können. So, dann haben wir jetzt das hier drin. Wie sieht eigentlich der Bogen aus? Der ist noch haltbar, okay. So, da haben wir Sprit drin. Dann werden wir uns jetzt aufmachen. Und zwar fahren wir jetzt hier rüber. Warte mal, wo ist denn unsere Base eigentlich? Wir sind hier unten. Wir gehen jetzt hier nach oben. Oder fahren wir hier runter? Wir fahren hier runter. Nehmen das hier hinten rum mit, dann fahren wir jetzt mal dahin. Bin mir nämlich nicht sicher, ob wir da schon mal waren. Ah. Habe ich wieder das gleiche leidige Thema, dass ich mein Tor hier entfernen muss, weil ich wieder nur von einer Seite durchfahren kann.
So, jetzt müssen wir richtig rum sein, jo. Wir werden auch gucken. Was, seit wann bist du wieder so schwerfällig? Also bei manchen Kurven ist er echt schwerfällig. Na, ich glaube, das ist immer, wenn er in der Luft ist, ein bisschen. Dann lenkt er nicht dahin, wo er soll. Die Frage ist halt wirklich, wie kommen wir da eigentlich hin? Ich glaube, wir müssen noch ein Stück weiter hier vorfahren. Und dann kommt so ein Abzweig. Moin. Ich habe gesagt, ich nehme dich mit. Weil Essen kann man nie genug haben. Und wenn du zufällig schon einen Bildschaden hast, nimmst du ihn halt mit. Aber warte mal, von hier aus. Müsste ja hier durchgehen, oder? Da müssten wir durchkommen. Hier wird irgendwas wieder rauskommen, weiß ich noch nicht. Ich werde das jetzt aber versuchen, ob wir darüber kommen. Oh oh. Habe ich den jetzt extra festgefahren? Habe ich den jetzt echt festgefahren? Jo, sieht so aus. Habe ich den jetzt gerade rüber gecheatet? Ah, nee, habe ich nicht. Okay, aber dann machen wir es so. Dass wir erstmal so gucken. Das sieht aber echt hammergut aus eigentlich. Und ich sag mal so, dass man sowas hier findet. Solche kleinen Orte. Das ist aber auch nicht selbstverständlich. Und ich glaube, da denkt sich jeder, komm ich nie hin, lass mal bleiben. Aber ich glaube, ich finde es echt ganz cool hier. Gib mir doch mal den Bogen. Muss mal hier ein bisschen gucken. Ist zwar schon wieder ganz anders als das, was ich geplant habe für heute. Eigentlich nur eine schnelle Tour und mal gucken, ob man eventuell irgendwo
den Hänger finden. Aber ich finde, Alter, diese Ecke hier ist richtig schön. Muss ich jetzt echt mal sagen. Die ist wirklich schön. Auch hier oben. Mit dem Wasser und so. Jetzt hier theoretisch eine Höhle geben? Nee. Okay, das wäre halt ein Nachteil, weil ich sag mal, so eine Höhle hätte ich schon gerne bei mir. Aber ansonsten, moin, Frosch, finde ich das hier hinten extrem cool. Ich sag mal, so eine Mine hätte sich jetzt da oben auch angeboten. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch richtig bin. Doch. Irgendwo in die Richtung muss ein Dorf sein. Das war ein Reh. Bin echt neugierig, weil ich glaube, ich war hier hinten noch nicht. Okay, da ist noch mal eine Brücke. Das ist echt cool gemacht hier hinten. Moin, Schafi. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Und, oh oh. Lässt du mich mal wieder hoch, danke. Das ist jetzt schon wieder ein Eck. Ups. Oh, shit. Da hätte ich jetzt schon wieder Bock, durchgehend hier mal alles zu erkunden. Aber ich muss leider nach der Folge schon eine Zwangspause machen, weil ich zum Arbeiten muss. Aber schaut euch das mal an. Der Wald da hinten sind die verschiedenen Biome. Musst du auch aber nicht aufpassen, wenn nicht irgendwann mal so ein Schlumpf ums Eck kommt. Wo ist Mr. Bär? Und den Klaus hast du auch noch hier. Wo ist denn der jetzt? Weißt, der brüllt ja immer relativ weit. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, dass mich Mr. Bär frisst. Nicht, wenn ich mich um die hier kümmern muss. Aber hier gefällt es mir eigentlich, muss ich sagen. Was mir jetzt nicht gefällt, ist, dass hier wieder keine Türen sind. Uha.
Das ist mir erstmal egal. Bin ich da schon wieder voll? Tatsache habe ich hier voll. Nehme ich definitiv mit. Das lohnt sich doch schon wieder, das ist doch nicht mehr normal hier. Das Ziegel und das nehme ich nicht mit. Das nehmen wir auch mit. Dose nehme ich mit. Das nehme ich mit. War doch schon wieder das Problem. Warte mal, den nehme ich nicht mit. Dass wir schon wieder fast keinen Platz haben. Und jetzt noch im ersten Haus. Irgendwo ist doch schon wieder so einer unterwegs hier gerade, oder? Geh mal die Mülltonne checken. Das wäre eigentlich schon wieder so ein perfekter Ort für den Hänger. Boah, mitnehmen. Den nehmen wir auch nicht mit. Weil du hier halt einfach nur die Kabel kommt. Ah, shit, ich brauche die Kabel irgendwie. Raus damit, raus hiermit, raus damit. Nägel nehmen wir mal mit. Können wir doch so machen. Ah, den brauche ich jetzt auch nicht. Dosen können wir mal mitnehmen. Die Gurke lasse ich jetzt mal da oben. So, definitiv waren wir hier schon mal nicht. Und wir können uns als nächstes eigentlich gleich mal, hätte ich jetzt fast gesagt, die Windturbine organisieren. Warte mal. Haben wir schon alle Pläne gefunden? Wir haben noch 3 Tech-Punkte. Ja, haben wir. Wir haben gesagt, wir nehmen die immer, wenn wir sie brauchen. Aber ich sag mal, wir haben jetzt eine Lampe, wir können den Kühlschrank und wir können den Ölsauger machen. Tatsache. Wir haben alle Dinger gefunden. Das ist gut. Das ist jetzt mal sehr geil.
Muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß aber auch nicht, ob es vielleicht noch mehr Blaupausen gibt. So auf die Art, dass du schon welche im Vorrat hast, weil vielleicht noch was hinzukommt. Kann ja auch noch sein. Wir werden uns definitiv die anderen Örtlichkeiten auch angucken. Oder hier vorne? Ich würde sagen, hier vorne. So, wir gehen mal erstmal hier hinten in die Garage. Oh. Wo ist der Kollege jetzt hin? Kommt es wahrscheinlich gleich wieder irgendwo hinten rausgespawnt. Tücher. Nägel nehmen wir definitiv mit. Warte mal, die Federn kommen noch mal weg. Ich möchte gerne Tücher mitnehmen. Boah, da hätte ich Bock drauf. Da geht's Sprit. Den nehmen wir definitiv auch mit. Die wichtigen Sachen kommen alle immer mit. Metallfragmente weg, den da rein. Dann musst du, glaube ich, dran glauben. Es tut mir leid. Okay. Geht's hier noch nach, ja, hier geht es noch nach oben. Jetzt darf ich dann aber nichts mehr einpacken. Zack, raus damit. Jetzt bin ich wieder voll. Jetzt muss ich gleich mal gucken, was wir hier echt wegwerfen. Wir sollten ja noch zurücklaufen können. Gewicht 0,4. Komm, dann machen wir es so. Oder wir essen hier noch ein paar Sachen. Gut. So, dann müssen wir jetzt eigentlich bloß wieder zurückfinden. Und wenn ich mich nicht täusche, einfach hier geradeaus durchrennen. Aber wir dürfen nicht vergessen, hier war irgendwo ein Bär. Und ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich überhaupt noch richtig bin. Doch, sieht so aus. Aber das hat sich jetzt definitiv gelohnt, hier hinten hinzugehen.
Weil da hätten wir uns ja dumm und dämlich gesucht. Wenn wir da niemals hingegangen wären. Lassen wir den mal kurz erholen. So, den haben wir nämlich auch. So, und da ist unser Truck. Aber ich muss echt sagen, es ist sehr, sehr geil gemacht. Dieses Eck hier hinten. So, da sind wir doch schon wieder auf der Straße. Schauen wir mal, in die Richtung fahren wir weiter. Aber wir machen jetzt doch eine kleine Loot-Tour und werden uns diese Gebiete hier noch angucken. Genau, fahren da hoch und dann sehen wir uns hier oben bei einem dieser zwei Dörfchen wieder. Ich wollte euch zwar noch den Ofen zeigen, aber ich denke, das werden wir wahrscheinlich in der nächsten oder erst in der übernächsten Folge hinkriegen. Weil wenn wir jetzt schon mal gerade unterwegs sind, wir haben noch drei leere Kisten. Da können wir definitiv noch ein bisschen erkunden. Vielleicht auch noch ein paar Sachen beim Händler verkaufen. Und uns vielleicht ein paar neue Sachen bei denen mitnehmen. Gut, dann wünsche ich euch schon mal einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.